Ja, los, renn da, genau. Und renn. Wie viele Millionen Trefferpunkte hat dieses Vieh eigentlich? Und warum schießen die anderen nicht? Oder höre ich das einfach bloß nicht? Ah, shit! Ja, das sehe ich auch. Ja, den hat er gespürt, hä? Das hast du gemerkt, Freund. Nummer 2 rennen. Shit, die Balliste ist leer. Kacke. Wie, wir hatten nur 2 Binder? Mehr nicht? Das ist sehr schlecht, weil das ist sehr wenig. Shit! Alle, so Schnurko, jetzt wird's Zeit. Komm, wir gehen. Gibt's hier unten noch welche? Da bin ich der Einzige hier, der hier irgendwie so eine scheiß Kanone abfeuern kann? Was steht der denn da drüben und winkt, der Idiot? In welchem Zustand befindet sich das Ziel? Es ist immer noch nicht geschwächt genug, um eingefangen werden zu können, Sir. Na los, kommt schon! Na los! Super, macht der Rumpf nicht die erste Barriere! Super. Ey, ist alles voller Monsterjäger hier, weißt du, aber keiner denkt dran hier mal. Nein! Shit! Jäger nutzt die Mermos und geht dann in die Aufsteigenphase des Einsatzes über. Bewegung, Jäger! Zur Flugstation! Verstanden! Entre die Mistkerl jetzt! Jetzt kommst du an, Partner! Du schaffst das! Ja, yeah, I don't know, really. Los, los! Okay. Das sind seine Schwachpunkte. Greift sie an, um die Bestie zu zerwürgen. Vorsicht vor dem Magma, das aus dem Kern sprudelt. Da ist so ein Kern. Greif ihn an. Sehr witzig. Okay, warte mal, hatte ich hier nicht noch... Ah ja. You know what? Let's do it like this. Ach so, aber ich habe keine. Oh oh. Aber gibt's hier nicht noch irgendwas abzulooten? Das kann ja nicht sein. Hier muss doch noch irgendwas geben. Ich doch. Arschkalt auf dem Rücken eines Drachen. Sora Magdaros Rückenpanzer. Oh geil, davon brauche ich ein bisschen was. Das gibt ein super Set. Das mache ich jetzt. Ich sehe jetzt ja hier irgendwie gerade keinen Counter runterlaufen. Da ist doch welches. Guck mal. Puh.
sind eigentlich die ganzen anderen, die ich gesehen habe? Ja, mach doch. Pisse. Ich finde hier so viel Erz zum Abluten, wie ich kann, ey. Und dann mache ich die Kerne kaputt. So. C'est très chaud, c'est très chaud. Geramon. Wow. Au. Okay, da ist offenbar zu. Da darf ich nicht. Könnte auch mal hier so einen Trank zu sich nehmen. Ach! Das war jetzt natürlich genau richtig, weißt du? So, ist denn da, wo ich hergekommen bin, hier vielleicht noch so ein Stück Erz, was ich übersehen habe? Aber nee, gucke, hier gibt es Steine. Ach, das... Naja. Ganz bestimmt. Ach, da. Oh, mehr Stein. Klar, was soll jetzt hier auch sonst? Da hinten ist noch Erz. Ist hier noch was? Ja, aber hier, geil. Nicey! Oh, da baue ich mir so tolle Sachen draus, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wird geil. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Ah ja! Okay. Alle Hooper. Haben schon alles abgeerntet hier. Oh. Wenn es zu. Ja, natürlich. Mann, ey, da habe ich ja nicht aufgepasst, ich Idiot. Aber so schlimm ist das Magma gar nicht. Also so eine Anja schlägt da irgendwie hart dazu, habe ich das Gefühl. Du musst hier mal irgendwie kurz mal rollen. Rollen sollst du, du Idiot! Puh. Na, jetzt geht es von selber, ja? Na, klasse. Was ist denn das da? Sora Magdaros Fragment. Geil! Ho! So, nu? Ah, jetzt kann man da unten vorbei. Ist ja cool. Der Sora Magdaros hat die zweite Barriere erreicht. Oh. Okay, Zeit, die Bestie zu bändigen. Ach, das ist der... Eieiei. Okidoki, na gut, dann muss ich jetzt wohl die Magma-Kerne doch nochmal schnell kaputt machen, ne? So. So, ich komme jetzt da oben rauf. Soll ich irgendwo hier sein, oder? Geht es? Was ist das? Die Schwarze.
sofort auf den Panzer des Soramagdaros. Ein Monster! Okay. Ein unbekanntes Monster ist auf dem Panzer des Soramagdaros erschienen. Malisten-Team zum Unterstützungsfeuer bereit machen. Ach du Schande! Ner Gigante! Vorsicht, Au! Das geheimnisvolle Monster sein, das die Staffel hinterlassen haben. Geht's dir gut? Das kann ich jetzt so nicht sagen, nein? Ah, guck mal! Hey! Guck mal, da gibt's noch mehr Erz! Ja, ja. Au. Okay. Gut. Au. Jäger, auf den Panzer sammeln. Wir müssen dieses Monster vertreiben. Pisse. Okay, er ist offenbar auch Feuerwivern. Fritze, hey. Also ich fände es viel besser, wenn ihr jetzt hier antrabt. Oh. Los, zurück in Position, sofort! Zielen! Feuer! Ja, jo! Nee, nix ist. Warum taucht er ausgerechnet jetzt auf? Ja, komisch. Ja? Magma-Drache gegen Holzbarriere. Magma-Drache 1, Holzbarriere 0. Ja, gut. Sora mag daraus Rückenpanzer, mag daraus Marachiterz, Eisenerz, mag daraus Pleura. Seltenes Sora mag daraus Material erhalten, durchbrechen alles Torsos, schwer für Rüstung. Daraus da heißt nichts erst, Rüstungskugel. Große Fassbombe. Naja. Wisst ihr, irgendwie ist so eine Quest unbefriedigend, wenn man weiß, dass man die beiden Monster da halt nicht kaputt hauen kann. Weil der Soramagdaros, ey, keine Chance, hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Und dann jetzt halt so der Gigante, ja, nee, ist klar. Kommt dem Soramagdaros zur Hilfe und ich hau ihn dann um, oder was? Nee, nee, nee. Okay, kommt her. Der Rat ist somit zusammengetreten. Okay.
Zuerst eure Berichte. Wie sieht die Lage aus? Wir haben ihn aus den Augen verloren, seit er die große Schlucht durchbrochen hat. Wie kann man denn sowas groß aus den Augen verlieren? Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufnehmen können. Was das angeht, habe ich gute Nachrichten vom Feldteam. Der Sora hat tektonische Bewegungen ausgelöst, die in der großen Schlucht einen Spalt geöffnet haben. Dieser Spalt ist unsere Chance, die Bestie einzuholen. Das ist zwecklos. Wir haben im letzten Einsatz unsere Ressourcen aufgebraucht. Selbst wenn wir ihn finden können, stehen uns nicht genug Mittel zur Verfügung, etwas Vergleichbares durchzuführen. Was sollen wir dann tun, Kommandant? Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ein Schiff? Aber bei der Lage am Himmel und auf See? Trotzdem, ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Wir sollten Ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann ich... Keine Sorge, Sir. Ups. Ich habe das wilde Meer beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet. Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet. Und die Fährte des Sora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Hey, Partner! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit. Cool. Mal gucken, was der Kommandant zu erzählen hat. Zum Monster. Wir sind ihm schon einmal begegnet. Ein Nergigante. Erscheinen und Verschwinden eines Nergigantes fallen stets mit einem bestimmten Ereignis zusammen. Ganz genau. Die Ältestenwanderung. Ich hatte schon so einen Verdacht, aber dieses Erscheinen beweist, dass es einen Zusammenhang gibt. Wir sind anscheinend die Einzigen, die an dem Sora Magdaros interessiert sind. Na, komisch. Selben Gedanken hatte ich vorhin auch. Warum taucht das Vieh ausgerechnet jetzt auf? Und warum verteidigt es den Sora Magdaros? Oh, was meinst du, Wiesen? Das war offenbar gut. Oh. Komm. Oh, er folgt mir. Ah, oh, süß. So, nee, jetzt behalten wir. Na gut, die Fassbombe würde ich jetzt nochmal. Okidoki. Bla bla bla. Gibt's irgendwas? Nee, gibt nichts. Achso, wenn wir jetzt eh auf deiner Seite ist, meinst du mir etwas Versorgungsfahrer finden? Wenn wir noch eine Möglichkeit haben, denke ich, bin schon ganz aufgeregt. Was hast du gefunden? So, Beutezüge. Genau. Reißzahnwivern fangen, Vogelwivern erjagen. Na gut, ich meine, das hier ist ja nicht schwer. Schließe zwei Untersuchungen ab. Okay. Ethnologie, sammle 4 Insekten. Honig. Ja, nee. Was gibt's hier noch? An befristeten, kritischen Lagerwarten wird befristet. Ein Rathaloser jagen. Ja, nee. Befristete. Ja, vieles. Okay. Bleiben wir erstmal dabei. Schauen noch mal kurz ins Monsterlexikon. Nack. So, Sora Magdaros. Monsterlexikon. Talos ist das Apex-Monster des uralten Waldes, bekannt als König des Himmels, der schreckliche Wirbel, ein Ringer, Hauptschuss, Giftklauen, Feueratem. Greift gerne aus Lüftern und Wohlplatz in Blitzbombe oder einen Schuss mit der Schleuder, können ihn zu Boden holen. Verletzte seine Flügel für einen Moment der Verwundbarkeit, wenn er sich wieder in die Luft erheben will. Aha. Hm.
Na gut. Das war jetzt nichts weiter. Voll. Jetzt erstmal gucken, was hier rüstungsmäßig geht. Rüstung oder Waffen? Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Oh. Was hat denn der Markt daraus freigeschaltet, hä? Wie? Wilde Beile. Müsste ich Anjana töten. Was gibt's hier? Oh. 182 versus was? 196.